Hallo liebe Tabletop-Freunde, herzlich willkommen zu einer weiteren Aufnahme. Battletech ist jetzt schon eine Zeit her und ich bin auch ein bisschen raus, weil zwischendurch immer was hier mit dem Money Co-op mäßig aufgenommen und irgendwie was anderes gezockt und dies und das und hin und her. Auf jeden Fall, jetzt sind wir wieder im Battletech und ja, machen einfach mal weiter, weil ich würde schon ganz gern diese Kampagne hier irgendwie mal durchkriegen, also diese Karriere. Und da will ich euch natürlich teilhaben lassen. Und ja, Mac-technisch, genau, waren wir eigentlich ganz gut aufgestellt. Contracts, okay. Ja, das sieht auch in Ordnung aus. Ich denke, die machen wir mal. Ich glaube, wir waren ja dabei, vor allem Flashpoints zu spielen. Und da war das Problem, dass zwischendurch solche Missionen waren, die ein bisschen sehr leicht waren. Und ich sag mal, hier sind ja welche in der Nähe. Aber bevor wir da hinspringen und die machen, würde ich sagen, nehmen wir die hier von dem Planeten noch mit, weil ich meine, es schreitet ja nicht voran hier. Wir nehmen mal direkt hier die teuerste, also oder die, wo es am meisten Kohle für gibt. Deswegen ist das vielleicht auch die schwierigste. Wir gehen auf Maximum Loot. Wir müssen demnächst mal wieder ein bisschen nach Kohle gucken, aber im Moment geht das noch. So, mal eben gucken. Ein Marauder kommt auf jeden Fall mit, wegen der Schadensreduktion. Piloten sind alle exzellent hier aufgestellt. Ich hätte gerne einen mit hier Hitzeabfuhr-Dings. Die Banshee werde ich, glaube ich, nicht mitnehmen. Zwei Medium, zwei Large Laser. Also ist der vor allem für auf Nahkampf. Ne, den nehmen wir mal nicht mit. Sondern stattdessen etwas, was vielleicht ein kleines bisschen mobiler ist. Okay, hier den Victor mit den Sprungdüsen. Dann haben wir nämlich zweimal Sprungdüsen dabei. Mordor, okay, und den Highlander, der ein bisschen lahm ist, aber was soll's. Ich würde sagen, wir springen mal direkt rein, fangen an. Und ja, das Spiel ja hier ein bisschen entspannter bei den letzten Runden. Also vor allem jetzt Space Marine Partien immer mit Money, da ging es ja immer ganz gut ab. Auch MechWarrior geht etwas mehr ab, aber Space Marine ist schon ziemlich nervenaufreibend, aber halt auch ganz geil. Und ja, jetzt gucke ich auf jeden Fall mal heute hier wieder eine Runde und laber mal wieder ein bisschen dazu. Was ganz geil ist aktuell, ich habe tatsächlich den Schritt endlich mal gewagt und mir einen 3D-Drucker gekauft. Und bei diesem 3D-Drucker kann man natürlich eine Menge ausdrucken. Und unter anderem eben auch Battlemax. Sogar sehr geil. Also ich weiß gar nicht, wie das da mit Rechten oder so ist, aber die meisten Leute oder die meisten Max, die man so runterladen kann, also ich habe noch nirgendwo zum Beispiel einen alten Unseen Marauder oder sowas gesehen. Aber redesigned Max. Also ich habe hier zum Beispiel schon was gesehen, so MechWarrior Online mäßig angelehnt. Auch hier so vom Design, aber vor allem immer Richtung MechWarrior Online. Das finde ich ganz gut, denn da sind einige Mechs bei, die wirklich richtig, richtig geil aussehen. Und ja, da habe ich mir schon die eine oder andere Datei runtergeladen. Ich habe auch schon was ausgedruckt, aber das ist immer, man muss da erstmal irgendwie so reinkommen, hin und her, Support setzen, keine Ahnung. Dann klappt irgendwas nicht, dann wird der Druck nicht so geil und solche Sachen halt. Und deswegen, da bin ich jetzt gerade noch ein bisschen am Rumfrickeln, aber ich sag euch, das ist eine richtig geile Sache. Also das ist nochmal ein richtiger Boost fürs Hobby. Okay, wir springen mal mit dem Grasshopper hier nach relativ vorne hin. Der hat ja die ganzen MG dabei, da ist er noch nicht in Reichweite. Ist die Frage, auf wen wir zuerst gehen. Wahrscheinlich auf den Warhammer, weil er keine Evasion gerade hat. MG noch nicht in Reichweite. Gehen wir erstmal auf den Warhammer und auch keine Deckung. Warhammer 6D, sehr schön, der Davion Warhammer. Sitze-technisch ein bisschen besser als der Standard-Warhammer. Hat dafür aber etwas weniger Bewaffnung. Good to go. So, Tarzan im Marauder, der geht hier einfach mal so nach vorne. Genau, und gibt ihn jetzt. Jetzt hat er leider hier Damage Reduction 20%, aber ich gehe trotzdem weiter drauf. Firing all weapons. Ready for orders. Oh ja, mein Victor. Der wird natürlich springen, einfach damit wir schon näher ran. Here we go. Roger that. Ich habe die Bewaffnung gesehen. Ich hatte ja am Anfang schon mal einen Victor, der springen konnte. Der ist aber kaputt gegangen. Und dann habe ich ja den ohne Sprungdüsen. Und das ist echt nicht so ideal. Der jetzt hier hat keine KSR mehr.
Ist dafür aber etwas besser gepanzert, also sollte besser gepanzert sein. Gucken wir mal, wie der hier zugeht. Okay, der Grasshopper hat jetzt schon ein bisschen was gefressen, aber das ist eigentlich nicht so schlimm, weil etwas ab kann. Wobei, ihr seht es hier an der Panzerung, irgendwann ist das natürlich schon nicht mehr so geil. Aber noch geht's. Übrigens sagt mir hier die Mission, ich soll eine Fabrik sichern. Ja, das werden wir sicherlich auch machen, aber wir rocken jetzt hier einfach. Also diese Missionen, die jetzt keine so besonderen sind, da rocken wir jetzt einfach so durch. Man könnte jetzt natürlich auch sagen, weil ich hatte ja eingangs erwähnt, irgendwie ja hier die Kampagne mal durchspielen, mal fertig machen. Man könnte jetzt natürlich immer schneller vorspulen oder wirklich einfach hier solche Missionen gar nicht mehr spielen und direkt irgendwie, ja, das machen wir mal, aber mit Vigilance. Und dann direkt irgendwie immer nur zu den Flashpoints, dann würden wir hier ruckzuck natürlich bei der Karriere durch sein, einfach weil die Zeit dann um ist. Oder viel schneller umgeht. Aber das ist ja nicht Sinn der Sache. Ja, sollen ja hier... Ach, scheiße, wieder. Das ist was, was mir manchmal passiert. Da würde ich mir dann so eine Redo-Funktion oder sowas wünschen, denn der kann sich nicht weit genug drehen. Also ich kann den Warhammer genau nicht treffen jetzt. Wird zwar hier angezeigt mit den Waffenwahrscheinlichkeiten, aber ich kriege ihn nicht. Ich kann nicht anklicken. Sehr ärgerlich. Müsste ich jetzt hier auf den Vindicator gehen mit so einer schlechten Trefferwahrscheinlichkeit. Machen wir halt, weil warum nicht... Okay, die AK-20 getroffen. Okay, alles getroffen sogar. Das ist natürlich sehr cool. So, der Highlander rückt langsam nach. Den stellen wir jetzt mal hier so vorne hin, weil ich meine, sollen sie den ruhig beschießen. Ich gehe hier aber weiter auf den Warhammer. Der ist schon ziemlich angefressen. Aber er hält stand. Showing minor damage. So. Waiting on you, Commander. Grasshopper. Wahrscheinlich können wir ihn jetzt finishen. Ich werde mit dem Grasshopper aber trotzdem springen, weil ich weiß gar nicht, ob ich hier das Rückenfeld schon habe. Ist aber relativ egal, weil er so beschädigt ist. Nee, weil der... Ja, ist rückenreich. Weil der Grasshopper... okay, das seht ihr jetzt, wäre vorne besser, weil er vorne schon komplett offen ist, hinten hat er noch Panzer, aber ist egal. Nee, aber der Grasshopper hat jetzt schon so viel eingesteckt, den ich möchte sich irgendwie überflüssigerweise hier riskieren oder so. Deswegen den Mech so positionieren, dass ich hier ganz gut Evasion zum einen kriege und zum anderen natürlich auch Schutz habe. Der Schaden einfach ein bisschen reduziert ist. Die haben sich jetzt echt auf den hier eingeschossen. Die gehen weiterhin voll auf den Grasshopper. Ist ja auch richtig so. Und ich jetzt hier alles mal so ein bisschen anschießen. Aber ist natürlich nicht so gut für mich. So, jetzt die Frage, was ist nicht? Centurion, Vindicator, noch ein Centurion haben wir hier. Also ich denke, einen von den Centurions. Einfach weil... nehmen den hier. Da ist der Highlander näher dran. Einfach weil ein Centurion immer die AK-10 hat und recht anfällig ist, weil er die halt im Arm trägt. Deswegen nehmen wir so einen zuerst. Ich meine, der Vindicator hat die PPK auch im Arm, aber mache ich mir doch etwas mehr Gedanken über die AK anstelle der PPK. Und jetzt alles drauf. Ermuni zerstört. Das ist natürlich echt geil, das sagte ich ja, glaube ich, in einer der letzten Folgen auch schon bei dem Highlander. Richtig cool, dass der diese Feuerkraft hat. Das geht halt echt nur, wenn er die Sprungdüsen nicht mitträgt. Ja, oh, sehr schön. Oh, eine Runde, ein Mech. Das gefällt mir. Er ist jetzt hier aus der Deckung raus. Sehr schön, dann wird er wahrscheinlich das nächste Opfer. Ah, mal gucken, was der Centurion macht. Die sind alle vor mir dran, weil sie weniger sind, weil sie leichter sind. Ich habe keinen Pilot mit Spezialfähigkeit in Richtung Initiative erhöhen. Denn das ist das, wo wir hier seht ihr in Initiativphase 2 die beiden schweren Mechs. Hätte ich jetzt hier so einen verbesserten Piloten, der eben die Initiative erhöht hat, dann würde der hier auf 3 rutschen zu den mittleren. Was natürlich ganz geil ist. Aber wie gesagt, habe ich nicht. So, jetzt mal kurz überlegen. Der Marauder muss eigentlich gar nicht so nah ran.
macht er auch nicht. Stelle ich jetzt einfach hier hin und wir nehmen jetzt den Indicator. Roger that. Waiting for orders. Könnte man machen, dann habe ich, okay, mache ich auch. Dann habe ich gleich den Centurion im Rücken. Das ist aber nicht so schlimm, denn ich habe hinten noch die volle Panzerung. Commencing Alpha Strike. Eigentlich macht man sowas nicht, weil eine AK-10 im Center hinten möchte keiner haben. Aber egal. Bein ist ab, der kippt um. Sehr schön, wenn wir gleich mit dem Highlander drauf schießen, dann wird er wahrscheinlich schon down sein, weil der so viele Waffen trägt hier. How's it going? Könnten den Highlander auch stehen lassen, wobei, wenn wir noch näher rangehen, können wir auch die Small Laser noch mitschießen. Das machen wir auch. Und teilen den Beschuss auf und schießen die LSR da hinten hin wegen besserer Trefferwahrscheinlichkeit. In der nächsten Runde können wir mal das Cooling anschmeißen, wobei wahrscheinlich brauchen wir das gar nicht, weil wir den hier noch zerstören und dann sowieso wieder runterkühlen können, wenn, ja, wenn einfach keine Gegner mehr da sind. So, der Victor, man könnte jetzt auch einmal nahkampftechnisch was machen. Einfach damit hier Hitze abkühlt, aber wir haben ja hier einen coolen Vent, deswegen schmeißen wir den auch jetzt einfach an. Jumpen nochmal, umstellen den schön hier. AK-20 in den Rücken. Oh geil, und direkt im Arsch. Wahrscheinlich haben da zwei Waffen im Center getroffen. So muss es sein. Ja, und ihr seht, Gegner alle ausgeschaltet. Kann natürlich sein, dass wir jetzt irgendwas triggern, wenn ich hier diese Basis einnehme. Oder was, ja doch, Basis einnehme, Facility, also Fabrik oder irgendwas. Kann aber auch sein. Okay, ja, hier, bla, Team. Achso, okay, wir sollen jetzt auch noch jemanden eskortieren. Und Sumaya meinte, sie sieht eine Menge gegnerischer Mechs und Dings auf dem Bildschirm oder so. Gucken wir doch mal. Machen wir alle kaputt, Junge. Scheiße ist, dass wir jetzt hier so weit hinten sind. Hätten wir uns ein bisschen intelligenter platzieren können. Weil die Idioten natürlich auch sofort nach vorne fahren. Wobei diese APCs, also natürlich ist das nicht super geil so im Kampf, aber panzerungstechnisch sind die relativ gut dabei für so ein Fahrzeug. Das heißt, wenn die Gegner jetzt einmal draufschießen oder so, ist das in der Regel nicht so schlimm. So, wir werden mal eine Runde sprinten oder jumpen. Mit Sprint können wir tatsächlich noch ein kleines Stück weiter. Double time. Eigentlich würde ich ganz... Ja, okay, und er fährt einfach wieder volles Rohr nach vorne. Ich würde ja ganz gerne vor die kommen, damit die zuerst mich beschießen und nicht die Fahrzeuge. Aber gucken wir mal. What's up, Boss? What's up, Boss? Okay, der Marauder kann tatsächlich die Waffen schon schießen von hier hinten. Aber nicht ziemlich schlecht, also sprinten wir auch. Acknowledged. Superschützen, ah, wobei die haben relativ hohen Evasion-Wert hier. Wollte schon sagen, Superschützen in den APCs dann. Yes, Commander. So, Victor, mal eben gucken. Okay, der kommt ja sogar recht weit im Sprintmodus hier. On my way. Double time. To all convoy units survive. Ja, wahrscheinlich nicht, weil die kriegen hier jetzt Feuer und meistens ist bei so Konvoi-Missionen oder bei so Escort-Missionen, wenn man dann hinten an die Landezone kommt, da muss man eine Runde aufs Dropship warten und so, dann kommen meistens auch noch Gegner dazu, also nochmal eine Lanze oder so. Was für uns jetzt hier ein bisschen spannender macht, aber es ist halt schwierig ja zu schaffen, dass man nicht einen davon verliert. Ich meine, geil, jetzt gerade werden die hier ignoriert. Aber häufig ist das so, dass einer von denen dann auf so ein Dings geht und, ja. Okay, auch die Superpiloten da am Start. Okay, er hat gerade noch so überlebt. Waiting for orders. So, Grasshopper einfach nach vorne right, laufen. Commander. Ich kann auch nirgendwo die MGs mitschießen. Dann gehen wir hier erstmal auf den Centurion. Roger that. Ich weiß auch nicht, ob das hier auch so ist wie bei Basisverteidigung, dass wenn man die anschießt, dass die dann aufhören auf die Gebäude beziehungsweise dann halt hier die Fahrzeuge zu schießen. Also dass man quasi das Feuer auf sich lenkt. Okay, er könnte... Er
geht auch mit auf den Centurion. Egal. All weapons are go. Bei mir ist auch relativ egal. Wenn ein so ein Fahrzeug drauf geht, geht's halt drauf. Man bekommt für die Sekundärziele ja Bonusbezahlung. Also dann steht da irgendwie 25% Payment Increased oder sowas. Ich habe ja Bezahlungen sowieso ganz runtergestellt und alles auf Beute gesetzt. Deswegen bringt uns das eh nicht viel. Receiving you. So super viel coole Beute wird hier auch nicht zu holen sein, denke ich. Ich meine, der Warhammer D ist in Ordnung. Aber den Rest brauche ich eigentlich nicht. Ich meine, ich brauche sogar eigentlich auch den Warhammer D nicht. Na schön, gehen alle auf den Kintaro. Commander? So, und der Highlander wieder ganz hinten. Ah, aber okay, er kann auf den Centurion sogar relativ gut treffen und die KSR schon mitschießen. Locking up. Wir haben noch nicht erledigt, aber der hat gut was mitgekriegt jetzt. Ich hoffe mal, dass ihr kein Rauschen vom Ventilator hört. Solltet aber eigentlich nicht, denn ich hatte bei dem Space Marine Video gemerkt, dass das irgendwie recht laut war am Anfang, aber ich habe ihn runtergestellt dann und das ging dann soweit. Jetzt sah ich auch wieder ganz low hier, aber ja, Ventilator muss sein, Junge. Au, au, au! So. Pilotentreffer natürlich nie so geil. Der Vulcan hier komplett ohne alles. Commander. Jetzt ist die Frage eigentlich. Nee, wir müssen den Centurion fertig machen. Also der Marauder geht auf den Centurion. Vielleicht reicht das dann schon. Ja, wahrscheinlich. Acknowledge. So, dann kann ich nämlich jetzt den nächsten Max angehen. Vielleicht den Kintaro, weil er schon beschädigt ist. That's a kill. Muss ich mal gucken. So, dann könnte man nämlich jetzt gucken, der Vulcan ist eigentlich ziemlich geil bewaffnet. Geil, hat schon Rückentreffer gekriegt. Good to go. Eventuell, ja, ich komme sogar in den Rückenbereich. Machen wir jetzt einfach mal so. Stehe ich zwar selber mit dem Rücken zum Kintaro, der ja super geil bewaffnet ist. Aber vielleicht kriegen wir ihn jetzt hier schon raus. All weapons are go. Ja, leider nicht ganz. Ordentlich Critical Damage hit, gemacht, Commander. Aber leider nicht zerstört. Jetzt könnte man mit dem Victor auch noch in den Rücken gehen. Jetzt könnte auch ein bisschen Overkill sein. Aber machen wir mal. Weil wenn die AK-20 jetzt zum Bein trifft, dann bringt er auch nichts. Okay, hat aber genau in den Sektor. Ich hätte natürlich auch gezielt schießen können. Bam, ist er weg. Na und die zerlegen den Kintaro bald alleine. Hier sieht man wieder mega dieses Hitzeproblem. Der hat einmal vorhin voll auf den einen Panzer da geschossen, auf dieses eine APC. Und hat sich dabei direkt fast maximal aufgeheizt. Ich meine, 3KSE6. Hey there. So, die Zikade macht mir nicht so viel Angst. Roger that. Ja, wir werden mal das hier machen. Sekundär die Small Laser. Oder habe ich mich schon wieder falsch positioniert? Ja, klar. Okay, dann schießen wir halt, obwohl er sich hier anzeigt. Das irritiert mich mal ein bisschen. Naja, gut, dann lassen wir das. Schießen wir halt nur die ganzen Hauptwaffen dahin. Aber wir schießen sogar mal mit einem Precision Strike. Einfach damit wir hier erhöhte Trefferwahrscheinlichkeit haben. Denn wir haben genug Punkte. Die füllen sich auch relativ schnell wieder auf. Also jede Runde um einen ganz guten Wert, weil unsere Moral so hoch ist. Und irgendein Mech möglicherweise auch hier so ein Command-Modul oder sowas dabei hat. Boah, ich weiß nicht, ob ich den Mech jetzt dabei habe oder nicht. Ja, das eine APC ist tatsächlich fast zerstört. Okay, wir gehen weiter auf den Kintaro zuerst. Roger that. Roger that. Der ist weg, sehr schön. Park it. Neutral.
Oh ja, wo ist unsere Eskorte? Ja, Leute, wir kämpfen hier, ja? Beschweren sich schon. Das ist immer ziemlich lustig, wenn die außer Sichtweite sind oder so, dann fahren die halt nicht weiter, was man natürlich auch nutzen kann, damit, stellen uns mal andere hier vor, damit man nicht zu weit auseinandergezogen wird oder so. Aber manchmal ist das so, dass man fast direkt daneben steht und die sagen, ja, hier, ey, wir sehen euch nicht, was ist los mit euch? Wir können hier nicht mehr alleine weiterfahren. Ja, ist halt irgendwie hier so die Game-Mechanik so geschrieben, das Programm, dass man, ja, dass die irgendwie wie so einen Bereich um sich rum wahrscheinlich noch haben. Standing by. So, ich würde sagen, der ist jetzt ziemlich toast. On my way. Schießen wir die LSR auf, obwohl es nur 5 Uhr und 6% Wahrscheinlichkeit war, aber egal. Ihr seht, was da für Schadenswerte sind und dann auch noch in den Rücken geschossen. So, wir sind aus dem Kampf raus. Das ist ganz gut, dann können wir nämlich jetzt einmal wieder hier gut aufrücken. Geht ja immer, wenn man nicht in der Initiativreihenfolge ist, automatisch in den Modus, dass man sprintet. Also die Mechs stehen auch Sprint. Man kann auch normal laufen oder springen. Und ich glaube, der geht auch automatisch am Ende, wenn man springt oder nur läuft, in diesen Race-Modus. So, wir gehen jetzt mal aber schön weit nach vorne, denn wie gesagt, es kann sein, dass wenn die hier oder wenn der erste hier gleich dieses Ding berührt und das Dropship landet oder im Anflug ist, dass dann nochmal Gegner kommen. Und dann wahrscheinlich genau einen Schuss auf den hier abgeben und der geht dann down. Weil noch haben wir. Noch haben wir alle Missionsziele und alle Sekundärmissionsziele geschafft quasi. Ja genau, more contacts. Da kommen nochmal Leute. Ist aber kein Problem, machen wir die halt kaputt. Die haben die wesentlich bessere Position, weil sie da oben auf dem Hügel sind. Hat der Grasshopper tatsächlich doch schon interne Schäden auch gekriegt, glaube ich. Das ist immer blöd, weil er ja dann repariert werden muss wieder. Ich meine, ist jetzt auch kein Problem, aber ja, okay, an zwei Stellen sogar. Aber er fällt dann halt immer für eine Mission aus. Ja, wir machen mal Reserve, weil ich die noch nicht in Sicht kriege. Was haben wir da? Rifleman. Ja. Wie ich gesagt habe, da ist das eine zerstörte Vehikel, deswegen Sekundärziel nicht geschafft, ist aber auch nicht so schlimm. Ist halt nur ein bisschen ärgerlich. So, bessere Feuerposition irgendwo. So, gehen wir mal nach da, denn die meisten kommen ja von hier unten. Standardjägermech, geil, recht gut bewaffnet für die 65 Tonnen. Geschwindigkeit okay, nur halt mies gepanzert. Yep. Engaging Jump Jet. Das ist halt echt der Vorteil von den Jump Mechs. Und Helfenbewaffnung quasi schon weg. Das ist halt das Problem beim Jägermech, dass der so anfällig ist. Waiting for orders. Den Grasshopper will ich eigentlich nicht so gerne nach da vorne, aber wir gehen mal nach hier. Here we go. Und dann kriegen wir vielleicht nicht das Feuer von den anderen Amter. Der Jägermech ist gleich gegessen. Receiving you. Tja, der langsame Highlander. Engage the target. Good job. Objective secured. Ja. Wir könnten jetzt auch selber zur Evac Zone laufen und dann einfach wäre die Mission beendet. Aber wir können ja gleich mal gucken, wo die ist. Wahrscheinlich ist die genau hinter den Gegnern oder so. Ja, war ja klar. Das heißt, wenn wir da jetzt einfach durchrennen würden, würden wir, glaube ich, mehr Schaden kriegen, als wenn wir die jetzt einfach alle fertig machen. Der Jägermech hat gar nicht geschossen, glaube ich, ne? Da ist aber ein Grace gegangen. Das hält uns nicht davon ab, den zu erhöhen. Noch ein Schiff. Standard, auch geil, gute Waffen, aber wenig Panzerung. Sollte unser nächstes Ziel sein. Die 7K, die hier stand, die da ist etwas besser gepanzert. Naja, Centurion, also alles Mittel. Good to go. So, komme ich dahinter? Ja, weil dann ignoriere ich das Brace, meine ich nämlich. Time to fly. Ja, da seht ihr es, das blinkt, das wird ignoriert, weil ich halt einen
Treffer in den Rücken macht. Commencing Alpha Strike. Nochmal Munitionsexplosion. That's a kill. Ah, da stand Ammo Explosion Pilot Injured. Das heißt, der Mech ist nicht zerstört eigentlich. Wäre also theoretisch auch als Beute zu haben. Oder bleibt einfach stehen. Weil, warum nicht? Hätte ich den ein bisschen gedreht, hätte ich die 5N angehen können. Jetzt muss ich halt doch auf einen von denen schießen. Nehmen wir zuerst den Centurion wieder. Hä? Habe ich nicht gesagt Centurion? Habe ich jetzt voll auf die Trebuchet geschossen. Naja. Okay, dann nehmen wir halt zuerst die Trebuchet. Roger. Nur noch 3 Schuss AK Munition. Ready for orders. Ah, das ist geil. Also das liebe ich auch so bei den Assault Mechs, vor allem so bei den Assault Mechs, die wirklich solche Waffenplattformen sind, so wie der jetzt hier oder halt auch ein Atlas oder sowas ist, dass da einfach so viel Waffen drin sind. Dass man ja kleinere Mechs wirklich mit einer Feuersalve komplett zerlegen kann. Das ist ziemlich cool. Commander? So, hier ist jetzt noch der Centurion. Trebuchet ist zerstört. Hier ist jetzt die zweite Trebuchet. Centurion steht da richtig blöd. Okay, der Marauder bleibt einfach wieder stehen und geht nochmal hier drauf. Was heißt nochmal? Jetzt zum ersten Mal, weil ich mich ja offensichtlich beim ersten Mal verklickt habe. Waiting for orders. So, Grasshopper wird einmal warten, denn eigentlich würde ich gerne auf das Feld vom Victor. What do you need? Wobei der Victor auch ganz gut stehen bleiben könnte. Ja, der Victor geht nach hier. Confirmed. Rechte Torso direkt ab beim Hacktreffer mit der AK-20. Wobei der wahrscheinlich schon Schaden hatte von dem Marauder-Beschuss. Genau, jetzt kann ich nämlich hier hin nochmal schön in den. Ah ne, ist linke Seite sogar, aber ist egal. Ich hätte vielleicht jetzt noch Punkte für Vigilance ausgeben sollen, damit er hier noch weitere Schadensreduktion hat. Einfach weil, also von ihm habe ich nicht mehr so viel zu befürchten. Aber noch zweimal die LSR alle einstecken von der Trebuchet ist nicht ideal. Jetzt da umgehen. Wahrscheinlich hat der insgesamt gar nicht mehr so viele Strukturpunkte, wie da an Schaden durch die Waffe kommt. Genau, geht noch auf, oder? Das ist in Ordnung. So, und jetzt werden wir uns zerstören. Heißt, wir kommen bei der Mission so raus, dass wir tatsächlich nur einen beschädigten Mech haben, was natürlich ganz gut ist. Also nur ein Mech so beschädigt, dass er repariert werden muss, sagen wir mal so. Und der Rest ist halt so gut, wie er ist. Hier gibt's glaube ich... Ah, okay, ich komme eh nicht in MG-Reichweite. Dann brauche ich eigentlich auch nicht springen. Ja, machen wir das. Vigilance. Alles wird hier eingesetzt. Right, Commander. Ich glaube, ich zerlege ihn sowieso in dieser Runde, weil der Highlander halt noch drauf schießen kann. Und der Victor müsste auch noch einen Schuss AK-Munition haben. Good to go. Ja, perfekt. Eigentlich. So, was gibt's hier für Abzüge? Okay, mehr Hitze, das ist nicht so schlimm. Copy that. Denn auch hier können wir den Coolant Band anschmeißen. Ja, vielleicht bleibt er auch noch stehen. Mal gucken. Nice. Got past his armor. Good to go. Black on AC-20 ammo. Location confirmed. Engage the target. Dann kam das ja perfekt hin mit der Munition vom Victor. Mission successful. So, und da seht ihr's, ne? Das macht nicht viel bei, also wenn man die Kohle auf Minimum gesetzt hat. Naja, der muss repariert werden, der Rest nicht. Keiner ist verwundet, sehr schön. Der Highlander hat ordentlich Mech-Kills.
So, Beute. Centurion, ganz, ganz viele Teile. Jägermech nur ein Teil, also ist er wahrscheinlich doch kaputt gegangen. Nur ein Teil Warhammer. Ja, dann nehmen wir mal zweimal Centurion, dann haben wir nämlich einen kompletten, den wir dann wieder theoretisch verkaufen könnten. Gucken einmal eben unten, ob es besondere Teile gibt. Oh ja, aber nur Accuracy Plus. Ich mag ja lieber nur die Dinger, die Damage Plus machen. Rangefinder nehmen wir mal mit, weil warum nicht, ne? Ist ein besonderes Item, kann man nicht einfach überall kaufen. Wir nehmen mal den das Warhammer-Teil und hier Kintaro. Dann brauchen wir nämlich nur noch einen Kintaro-Teil quasi und hätten den auch schon wieder komplett. Hatte ich, glaube ich, im letzten oder in einem der letzten Videos auch gesagt, dass ich ja einige Mechs noch quasi in Storage habe hier. Man kann ja unendlich hier speichern quasi auf der Argo. Und ja, man kann ja natürlich auch verticken. Ich brauche die ja auch für nix. Aber ich mache das halt jetzt im Moment noch nicht, weil ich die Kohle nicht brauche. Also ich bin ja ganz gut aufgestellt. So, gucken wir mal. Ich denke, eine Mission machen wir noch. Wenig Payment, aber auch hohe Beute. Die hier machen wir auf jeden Fall mal noch. Und also für heute und vielleicht war es das dann auch schon wieder. Wir nehmen mal den Archer mit, weil er auch einfach schön viel Feuerkraft hat. Der Victor hatte eigentlich jetzt nicht so die überragende Feuerpower. Der darf jetzt mal nicht mit. Aber wen nehmen wir? Nehmen wir den, auch hier, zweiten Grasshopper? Oder den Black Knight? Wir nehmen mal den Black Knight. Okay, Rest bleibt so, alles cool. Piloten lassen wir auch so, wie sie sind. Er kann wahrscheinlich hier aufleveln und er auch und er auch. Da habe ich jetzt gar nicht nachgeguckt, aber was soll's. Ja, die Mission machen wir auf jeden Fall noch. Und ich würde sagen, die beiden anderen auf dem Planeten schenke ich mir dann tatsächlich mal. Und dann denke ich, im nächsten Video werden wir zu einem Flashpoint springen, also zu einem von den beiden, die wir da oben in diesem, was ist das hier, Davion-Bereich oder so gesehen haben. Die da schon aufgeblinkt waren, da werden wir hinspringen und dann sowas halt zocken. Denn vielleicht ergibt sich ja irgendwas Lustiges da oder wir kriegen nochmal irgendwas besonders im besonderen Mech oder so. So, your turn. Movement, alles klar, das wieder. Wir sollen quasi einen Mech da reinbringen, der wird von so einem Computervirus infiziert. Den safen wir dann und ja, haben dann dieses Virus. Also eigentlich eine geile Taktik. Scheint ja aber nicht anders zu gehen. Weil halt keine Zeit ist oder so. Ein 75-Tonner. Na, wir warten erstmal. Haben ja hohe Evasion-Werte überall dran. Okay, jetzt können wir nicht mehr warten. Er ist unser Erster. Der Black Knight kann nicht springen, aber hier würden wir... Ne, wir gehen mal hier rüber. Kriegen wir den hier in Sicht. Den Black Jack. Alles drauf, was soll das? Yes, Commander. On my way. Targeting for an Alpha Strike. Good to go. Kann der Highlander... Ja, schade, ist noch zu weit weg, um alle Waffen zu schießen. Aber wir stellen trotzdem hier mal so einfach mitten rein. Also dafür, dass der Damage Reduction hatte und die Trefferwahrscheinlichkeit von Black Knight am Anfang so relativ schlecht war, war das schon ein ziemlich guter erster Beschuss hier. Machen tatsächlich beim Archer mal direkt Vigilance an, weil ich keinen Bock habe, dass der kaputt geht. Der war im Center schon auf. Und kaputt. We can do this. Let's go. Ja, ich meine mal, ein 45-Tonnen-Mech, der jetzt von drei Heavys und einem Assault fast das volle Waffenpower eingesteckt hat. I hear ya. Daher, dass der jetzt kaputt gegangen ist, kein Wunder. I'll wait here for now. Der Archer war jetzt in der Initiative einen nach vorne gesetzt, weil er ja hier Vigilance vorhin hatte. Minimal damage on that hit. Aber da er noch so gut geschützt ist, wollte ich ihn erstmal noch stehen lassen. Marauder, okay, aber mit wenig Evasion drauf. Zikade. Wir werden die Zikade erstmal relativ ignorieren und auf den Marauder gehen. Einfach weil der sich da gerade so gut anbietet.
2 Large 4 Medium ist schon nicht schlecht. Dann die MG noch im Nahkampf. Also Decknight ist schon nicht kacke. Ist ja normalerweise anders ausgerüstet als der hier, aber ich fand das so ganz gut. Normaler Black Knight hat, glaube ich, massiv Hitzeprobleme immer. Moving out. Firing full complement on it. What can I do for you? So, Archer, dann gib ihm mal hier. Ja, den Rest nicht right, dafür. Commander. Ich meine, es ist ein Marauder. Aber trotzdem, das wird schon ordentlich. Another hit like that and you're toast. Ja, aber nichts Kritisches kaputt gegangen. Muss der Highlander noch nachsetzen, dass sie jetzt vielleicht den Kill snacken. Mal gucken. Ja. Schön. Skat hat keinen Bock mehr, verpisst sich, alles klar. Aber wir machen mal Reserve und warten erstmal auf die anderen hier. Noch ein Null, oder? Krass. Entschieden, noch ein D zu sein. Ja, na nee, ja, ein Standard, okay. Ja, was machen wir denn? Der Marauder ist jetzt auch relativ gut geschützt da. Da hinten ist die Zikade. Ich weiß nicht, war hier nicht vorhin noch ein Mech? Backcheck haben wir kaputt. Keine Ahnung. Waiting on you, Commander. Naja, wir rücken einfach mal. Got it. This should be good. What do you need? On it. Copy that. Receiving you. Got it. Commander? Coordinates received. Ich denke mal, die Zikade wird auch gleich wieder. Okay, wir haben nicht ganz down gekriegt, aber der hat ordentlich eingesteckt. Deswegen, bei so einer Feuerkraft, ich meine, das war jetzt eine Lanze gegen einen Mech, ist auch eigentlich ein bisschen assi, aber schade Pech, würde ich sagen. Okay, vielleicht lasse ich den Highlander stehen und der wird dann auf den da schießen. Mit einem, denke ich, renne ich mal in den Bereich da hinten. Yes, Commander. Hier mit dem Marauder, weil der sowieso gerade heiß geschossen ist. Ja, wie kommen wir denn am schnellsten da hin? Hoffentlich kann man da drüber. Glaubt schon, aber hier müsste man auch durch können. Rennen wir einfach hier lang, obwohl er noch lebt. I hear ya. Dann gehen wir mit dem Archer näher ran und geben ihm jetzt vielleicht den Rest. Take this. Ah nee, tatsächlich noch nicht ganz. Aber drei Piloten hat er schon. Critical hit. Vorhin Cockpit, jetzt nochmal Cockpit und durch das Umkippen hat er auch einen gekriegt. Receiving you. Okay, dann geht der Black Knight drauf. I hope we can salvage that. Standing by. Ja, wie gerade gesagt, der Highlander kümmert sich jetzt um die Zikade. Ich werde auch mal Punkte ausgeben für einen Precision Strike, einfach für bessere Trefferwahrscheinlichkeit, weil der hat ja schon ganz gut was am Leben gemacht. Bam, 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 direkt schon fett Schaden gemacht. Der Highlander wiegt halt mehr als 2 Zikaden zusammen, von daher. Das ist kein faires Matchup hier. Okay, mal gucken, ob wir mit dem Sprint hinkommen. Ja, natürlich nicht. Aber gut, dann dreht der Rest auch um und kümmert sich um die Zikade. Kann sein, dass jetzt automatisch alles wieder in den Sprintmodus geht, genau, weil ja keine Gegner mehr da sind. Der muss nicht, der Sound muss smart. Nicht. Ja. Cooling. So, da, alles klar. Und jetzt muss ich... Ja, wieso? Da bin ich doch schon. Target so rum. Wollt ihr mich verarschen? Okay. Alles klar, also war nur diese eine Lanze als Gegner quasi da. Ja, haben die ihre Basis ja nicht so super gut verteidigt. Ich hätte gedacht, ich muss jetzt noch vielleicht irgendwo hinlaufen und so. Guck mal, hier oben seht ihr auch, ich habe fast den Maximum-Ruf. Also wir sind fast auf der höchsten hier Sterne-Wertung.
Ich meine, wenn man auf der höchsten ist, dann bekommt man nämlich auf so Planeten, also nicht Flashpoints, aber dann gibt es immer so wie so Konfliktzonen. Und wenn man dann da hingeht, dann hat man nur Missionen mit der ganz hohen Schwierigkeit, damit das irgendwie alles nicht so langweilig ist. Dadurch kommt man natürlich dann auch an die fetten Mechs. Das wäre dann vielleicht auch nochmal ganz gut fürs Video. Marauder Dry Air Teil hier, dann haben wir nämlich einen kompletten, immer gut. 3D erbeuten wir auch einfach, damit wir das Teil haben. Hier war kein besonderes Gear dabei, also nehmen wir einfach alle Mech-Teile und der Rest ist mir eigentlich relativ egal. Zack, fette Beute. Jo, hatten wir zwei Missionen, haben ein paar Mechs erbeutet, aber nichts Spannendes, also nicht so Spannendes. Marauder ist immer geil, aber nichts so Spannendes, was uns jetzt richtig weiterbringt, denn wir sind ja schon ganz gut ausgestattet. Und ja, der 3R wird auch erstmal in den Hangar, also in den Storage wandern. Hier ist alles soweit eingestellt an Reparaturaufträgen, ist nicht viel, also alles easy sogar. Piloten könnte man nochmal verbessern, also die haben wahrscheinlich, können auch die letzten jetzt noch gut aufsteigen. Und ja, man könnte hier per Contract hin, aber muss man nicht unbedingt, denn ich denke, einer von den beiden Flashpoints hier wird's. Also entweder das hier, keine sehr hohe Schwierigkeit. Emerald Dawn, we reward you. Terroristen kaputt machen, okay. Tonnage Requirements Light, Ah, okay. To Maximum Tonnage. Das heißt, da können wir eventuell Probleme kriegen, weil wir gar nicht mehr so leichte Mechs, also in Phoenix Hawk im Moment, der ist aber auch nicht leicht, gar nicht mehr so leichte Mechs im Hangar stehen haben, müsste man also ändern. Hier scheint es keine Begrenzung zu geben. Also werden wir dahin gehen. Ja, wir gucken uns das nur kurz an. Wir werden den jetzt in dieser Mission nicht mehr spielen. In dem Moment, wo wir da ankommen, ihr habt das gesehen, 16 Tage, okay, was haben wir hier, Play Casually, alle finden das geil, also ich habe da jetzt mitgespielt, Runde Poker und so bei den Mech-Kriegern und sowas und das finden natürlich alle toll, Moral ist aber eh schon auf dem Maximum hier. Naja, auf jeden Fall, wir werden uns das da mal noch angucken, schauen, was so an Missionen kommt und ja, beim nächsten Mal dann einfach den Flashpoint zocken. Dann, wenn wir da sind, nach den 16 Tagen, genau das war's, dann sind alle Mechs repariert. Piloten sind, glaube ich, gerade, müssen wir hier oben nochmal gucken, war irgendjemand, nö, keiner ist verwundet, alles ist super, das heißt, wir werden ankommen und sind perfekt ausgestattet. Besser geht's gar nicht, also natürlich geht's besser, nämlich mit einer noch etwas größeren Mech-Auswahl. Wir haben auch noch keinen 100-Tonner. Wobei, ich hatte ja schon einen, ich hatte ja den Annihilator, der kaputt gegangen ist. So, Distress Call, okay. Carefully. Wir kriegen Kohle, nice. Okay. Konnten den Leuten auf den Transporter, der diesen Notruf abgesetzt hat, den konnten wir leider nicht helfen, aber wir konnten noch ein bisschen Schrott bergen und das ist 10.000 Credits wert. Immerhin. So, I need your help. Keine nachfolgenden Deployments, also nur jetzt und es gibt ein Rare Item dafür, okay? Scheiße, jetzt habe ich Beginn geklickt. Ich dachte, ich kann jetzt nur ungefähr die Mission sehen. Ah, okay, bla bla bla, aha, aha. Das war eine Lady, sah ja eigentlich nicht so aus. Naja, vielleicht ist halt auch bald. So, hier irgendwas, okay. Ja. Draconis Kombinat, da geht ja mal alles über Ehre und Ruf und sowas, ne? Und da gibt es ja offensichtlich ein Problem mit einem der Abkömmlinge dieser Familie. Jetzt sagt aber hier Sumaya direkt so, wie jetzt was? Wir sollen jetzt aber doch bitte kein Kind umbringen. Nein, dann wird die das selber machen. Nein, sie liebt die ja, aber die ist so in ihrem Bestreben nach Reichtum verfangen, dass sie irgendwelche Worte vergessen hat, die von ihrer Uroma quasi weitergegeben wurden, nämlich dass Ehre ja die Verkörperung eines Ideals ist und Reichtum oder Wohlstand
bedeutet, diese Ideale bypassen, also vorbeiziehen zu lassen. So. Ja, und Mimimi hier, ich bin ja auch selber schuld, ich habe die einfach nicht gut genug unterrichtet und so, aber jetzt ist halt zu spät. Ja, dieses Tier hat ihre Klauen in die ihre Daughter, also in ihre Tochter versunken, also das Tier, Reichtum wahrscheinlich. Okay, alles klar, okay, was genau müssen wir jetzt machen, fragen wir. So, jetzt sagen wir, Okay, wir sollen jetzt also hier eine so platt machen, oder was? Ja, alles klar, machen wir doch. Manchmal kann man ja hier ablehnen oder irgendwie entscheiden, also eine Flashpoint-Decision treffen und dann irgendwie jetzt sich doch dagegen entscheiden oder wie auch immer. Aber hier ist jetzt einfach nur straightforward und irgendwie, ja, okay, alles klar, machen wir halt, dann bringen wir die alle um, bam. Hier können wir noch zwei andere Missionen machen, das hier wäre natürlich geil, weil für Schwierigkeit gut. Aber ja, wie gesagt, das geht alles nicht mehr in dieser Folge heute, sondern das machen wir beim nächsten Mal. Ich denke, da werden wir auch alle drei Missionen auf diesem Planeten machen. Nicht viele Tage sind vorangeschritten. Einmal noch ein Blick in die MacBay, damit ihr nochmal seht hier, wie super toll die Auswahl ist. Der Jägermech ist natürlich modifiziert und nicht mehr so, wie er eigentlich ist. Ja, Panzerung nicht, aber in den Waffen ein bisschen verändert. Ansonsten sind wir echt ganz gut aufgestellt. Ich meine, klar, die Banshee wiegt 95 Tonnen, aber das ist leider die Marek Banshee, die zwar schon ganz geil ist, aber eben nicht die beste und nicht so fette Waffen hat. Die beiden Highlander rocken ohne Ende, das ist sehr schön. Der Battlemaster ist ziemlich geil. Victor sind okay, der Zeus ist okay, Grasshopper sind beide super. Marauder ist auch immer gut, der Archer geht richtig ab, also wir sind richtig gut aufgestellt, wir haben halt nur das Problem, dass wir nicht wirklich was Leichtes haben. Ihr seht hier, wir haben zwei Mediums, nämlich die Crab und den Phoenix Hawk. Ich habe natürlich einiges in Storage. Das Problem ist nur, wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, okay, komm hier, gib mal, wo haben wir denn mal hier irgendwas Leichtes, Junge? So, hier, gib mal den Assassin raus, ja. Dann, oder hier so ein Vulcan. Dann müsste ich hier Plätze freimachen. Das heißt, ich müsste irgendwelche von meinen schön zusammengebauten Mechs hier, weil die sind ja alle immer ein bisschen anders und modifiziert und so, die müsste ich dann quasi da in Storage schicken und dann hinterher wieder andersrum und so. Das ist ja schon irgendwie ein bisschen blöd. Deswegen weiß ich nicht, ob wir diesen anderen Flashpoint nicht vielleicht saugen lassen, wo man nur diese leichten Mechs da einsetzen kann oder was da gerade stand. Egal, beim nächsten Mal geht es hier auf jeden Fall weiter. Ich hoffe, der ein oder andere hatte Spaß beim Zugucken, hat ein bisschen was, ja, an Untermalung zu malen oder ähnlichem gehabt. Und ja, dann würde ich doch mal sagen, bis zum nächsten Mal und tschüss.